noch größer, noch prominenter, noch mehr Zauber auf dem Eis und dieses Jahr auch noch mehr internationale Eiskunstläufer. Einen schöneren Saisonabschluss kann es mit dem SCC-Pokal im Berliner Erika-Hess-Eisstadion nicht geben. Ich finde es immer sehr schön, am SCC-Pokal teilzunehmen, weil zu Hause in der Eishalle fühlt man sich dann doch am wohlsten und dann geht es im Wettkampf auch irgendwie leichter. Ob eine Show zu The Greatest Showman, französischen Klassikern oder in bunten Formationen. Hier kommt wirklich jeder Eislauf-Fan auf seine Kosten. So auch bei der Kür von Emma-Rike Kiere vom SCC Berlin. Die faszinierende Kombination aus Sprüngen, Pirouetten und Figuren auf ihren schmalen Kufen vorführt. Gemeinsam mit ihrer Gruppe Modern Dance on Ice geht es für die Berlinerin in weniger als 2 Wochen Richtung Boston. Dort werden sie sich gegen andere Teams aus der Welt messen und hoffentlich mit einer Trophäe zurückkehren. Wir drücken dafür fest die Daumen. Auch Ellen Höckegaard, die extra den weiten Weg aus Schweden auf sich genommen hat, vereint in ihrer Kür Kreativität, Technik, Kunst, Tanz und Athletik. Einfach nur zauberhaft. Es war so wunderschön, dass sie für mich applaudiert haben. Ich habe einfach mein Herz gespürt und ich war so froh, alle zu sehen und dass sie mich alle unterstützen. Lampenfieber und Vorfreude liegen in der Luft, als Julius Wolf vom SC Berlin die Eisfläche betritt. Endlich kann er den Wettkampfrichtern noch einmal das Erlernte zeigen. Er ist voll in seinem Element und genießt das schwerelos, freie und zugleich kribbelnde Gefühl, wenn er zur Musik aufs Eis gleiten kann. Man braucht zwar viel Zeit, aber es macht halt sehr viel Spaß. Außerdem eignet sich der SCC-Pokal auch hervorragend, um einen Blick auf die vergangene Saison zu werfen. Schließlich setzen sich schon die jungen Eiskunstläufer wie Theo Fossier vom Berliner Schlittschuhclub große Ziele. Sie war ziemlich gut, weil das ist das erste Jahr, dass ich so wirklich Doppelsprünge geschafft habe und ich hatte auch viel Spaß. Und damit geht für nationale und internationale Eiskunstläuferinnen oder Eiskunstläufer, Hobby- oder Breitensportler, Neulinge oder Anwärter beim SCC-Pokal eine erfolgreiche Saison zu Ende.